Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. In den kommenden beiden Rennen in Kanada und Frankreich wird Ferrari wieder ohne die Mission Winnow Logos fahren, was auch schon in Australien der Fall war. Anstatt dieser Logos werden wieder die 90 Jahre Logos auf den Boliden zu sehen sein. Die australische und die französische Regierungen haben vor der Saison Ermittlungsverfahren gegen diese Logos eingeleitet. Auch McLaren wird wohl ihre American Tobacco Logos wie auch in Australien entfernen müssen. Nächstes Thema. Formel 2-Fahrer Nick de Vries, der letztes Jahr noch im McLaren-Nachwuchsprogramm war, hat laut der italienischen Formula Passion Website einen Vertrag bei Mercedes unterzeichnet. Er wird in den nächsten Tagen mit Esteban Ocon im Simulator arbeiten. Nächstes Thema. Wird es 2020 doch den Mexiko-Grand Prix geben? Nach langen Diskussionen wird die mexikanische Regierung nun doch finanzielle Mittel bereitstellen, aber nicht so viel wie zuerst gedacht. Einer Quelle zufolge sind folgende Rennen angeblich für 2020 sicher: Mexiko, Großbritannien und Italien. Das bedeutet, es wird in Spanien und Deutschland kein Formel-1-Rennen stattfinden. Nächstes Thema. Mercedes und ihre beiden Kundenteams Racing Point und Williams werden nächste Woche beim Kanada Grand Prix ihre erste Ausbaustufe des Triebwerks vorstellen. Das Ziel ist die Langlebigkeit des Motors. Der Motor wird etwa 20 Pferdchen mehr Leistung bringen, wodurch die 1000 PS-Marke wieder geknackt wird. 2018 lag der Höchstwert bei satten 1030 PS. Da das Circuit Gilles Villeneuve ein Hochgeschwindigkeitskurs ist, möchte sich Mercedes vor Ferrari schützen. Nächstes Thema. Max Verstappen verbrachte den Großteil seines Monaco-Rennens im falschen Motordrehmoment-Modus. Als er zum ersten Mal unter Safety-Car-Bedingungen in die Box fuhr, wurde er angewiesen, auf Torque 12 umzuschalten und beim Verlassen der Boxengasse auf Torque 6 zurückzuschalten, doch das hatte er nicht bedacht. Man musste es wegen Anpassung der Boxengeschwindigkeit ändern. Der Motordrehmoment-Modus 12 ist ein sehr aggressiver Modus, den man beim Start verwendet. Das Team hat versucht, durch Ändern der Motoreinstellungen die Auswirkungen noch zu verringern, doch das funktionierte nicht. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1-Videos von mir sehen? Dann abonniert doch den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.